Herzlich willkommen zur nächsten Folge. So, jetzt können wir weitermachen. Gehen wir durch die Gut. Gasse. Gucken wir mal, was hier gleich passiert. Der verdammte Truck. Schon ja. Gut. Bleib nur in Deckung. Sechs. Nein. Sieben. Ziemlich kalt. Zehn. Grad weiter. Ich weiß nicht. 20? 25, Mann. Schwachsinn. Ich schwör's. Du hast 25 Dosen Bacon? 24. Hab eine verputzt. Woher hast du 24 Dosen Bacon? Militärspind im Hotel. Von damals. Ruben und ich sind drauf gestoßen und haben alles geteilt. Das Zeug ist okay? Wann machst du mehr? Warum? Warum wohl? Ich will was. Ja, klar willst du. Mann, ich hab deinen Arsch vor dem Klicker gerettet. Ich denk drüber nach. Ich hätte dich verrecken lassen sollen. Oh Mann. Mach dir welchen, wenn du damit aufhörst. Ich hoffe, es schmeckt wirklich gut. Bacon, Mann. Klar schmeckt das gut. So, okay. Extra nichts gesagt, damit wir das besser hören können. So. Hier sind ordentlich ein paar Leute drin. Zwei, drei, okay. So, die müssen wir leise ausschalten. So. Guck mal, wo er noch hingeht. Ich will ihn nicht da vorne killen. Am besten hier hinter dem Schrank oder was es ist. Auf jeden Fall hinter der Deckung hier. Wäre besser für uns. Boah, sag mir nicht, der bewegt sich jetzt nur die zwei Schritte. Yep. Scheiße. Als wenn er es gehört hat. Hat er echt genau dran geguckt. So. Nicht so leise wie letztes Mal, aber naja. Besser. Als wenn es zu lang dauern würde. Billige Flasche. Okay. Boah, ist der gepanzert. Interessant, dass wir eigentlich noch nicht eine einzige Granate gefunden haben oder so. So echte Granate, nicht die selbstgebaute. Also klar ist das selten, hat nur das Militär, aber ich meine, vielleicht hätte es ja einen Gegner oder so, sogar wenn es sehr selten ist. Okay. Verdammt, womit schießen die da auf uns? Deine Art Geschütztor, bleib unten! Ich hätte gedacht, das würde mehr Rauch machen. Müssen wir schnell machen. Schade, dass man nicht sitzen bleiben kann und dabei schießen. Gefährlich. Irgendwo noch welche? Nee. Ah!
gefährliche Scheiße hier. Los, Deckung! Ja! Als wenn wir beim Militär wären. Ja. Fucking hell. Alter, muss er nicht mal nachladen? Weg hier. Scheiße. Ja, danke schön. Boah. Man hat gehört, wie er das Tor durchbrochen hat, ey. Oh shit. Boah, kurze Lags. Boah, das Game. Oh, schon wieder. Hör auf jetzt so auf einmal FPS-Drops zu einem Kack-Game, ey. Ohne Scheiß. Manchmal denkt man echt, andere Spieler haben bessere Grafik als zum Beispiel im Vergleich zu dem hier oder auch schlechter. Aber es läuft so viel besser. Also wirklich 10 Millionen Mal besser. Gefühlt doppelte FPS, obwohl da mehr drauf passiert auf dem Bild oder sogar... Jetzt geh mal weg! Obwohl da mehr drauf ist und auch vielleicht sogar mehr detailreicher ist als das hier. Das verstehe ich nicht immer, wie die programmieren, ey. Da würde ich sogar lieber sagen, dann mach lieber ein bisschen weniger Grafik. Minimal. Oder Ressourcen. Aber dafür viel, viel besser. Klar kann man natürlich sagen, wenn der PC scheiße ist, läuft natürlich kein Spiel gut. Aber naja, ich sag mal so, wenn man schon eine 3090 Minimum hat und nicht eine 4090, ja gut, das Flaggschiff kann sich keiner jetzt leisten. Auch so machst du es hauptberuflich. Trotzdem sollte man ja nicht Spiele eigentlich darauf programmieren, dass nur eine 4090 das hundertprozentig zieht, sondern eigentlich ja eher Mittelmaß. Dass man sollte sich freuen, wenn man natürlich das Late-Game shittert. Da kann man sich einfach alles auf Ultra ballern und man ist zufrieden. Aber, komisch. Früher liefen die Spiele viel, viel besser programmiert. Im Sinne von, auch für mittlere PCs oder schlechte PCs im Vergleich dazu. Keine Ahnung, warum man das jetzt so programmiert. Oh Mist. Auch die FPS-Drops meine ich damit. Okay. Sie sehen uns nicht. Naja. Das ist halt der Unterschied zwischen den, sag mal so, Publishern, wie gut die programmieren selber. Oh shit. Verdammt! Joel! Warte, warte! Joel, hör auf! Da! Lass ihn in Ruhe! Verstehen wir noch nicht, warum er taub war in der Serie. Nicht schießen. Ist okay. Das sind nicht die Bösen. Nimm sie runter. Mann, schlägst du hart zu. Ich wollte dich ja auch erledigen. Ja, ich dachte auch, du gehörst zu denen. Dann habe ich dich gesehen. Falls es nicht wisst, bei denen sind nie Kinder. Mhm. Nur die okay. Stärksten überleben, du weißt schon. Du blutest. Ach, das ist nichts. Ich bin Henry. Das ist Sam. Die Kleine sagt, dein Name ist Joel? Ellie. Wie viele Leute seid ihr? Die sind alle tot. Hey, das wissen wir nicht. Wir waren zu mehreren. Jemand hatte die tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Haben uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch hier rauszukommen. Zusammen können wir das schaffen. Ellie. Je mehr, desto besser und so. Sie hat recht. Das könnte was werden. Wir haben ein Versteck ganz in der Nähe. Besser, wir reden dort weiter. Ja, nicht sofort jedem blind vertrauen, ne? Okay, er weiß ja, was ist. Sie nicht. Kommt mir nach. Tut mir echt leid wegen vorhin. Macht nichts. Ich hätte wohl das Gleiche getan. Wo kommt ihr her? Wir kommen aus Hartford. Ehrlich? Da unten soll es ja total übel sein. Ja, das Militär ist da abgezogen. Wir mussten weg. Da sieht es jetzt vermutlich wie hier aus. Aha, okay. Also man merkt, weil wir in der Stadt sind, zieht auf jeden Fall das Spiel mehr FPS. Auch die Lichteffekte, die ziehen ja am meisten durch die Fenster und so weiter. Wir müssen aufpassen. Direkt nebenan stehen sie immer Wache.
Okay. Und du hast nur deine Tochter? Ich habe versprochen, mich um sie zu kümmern. Ja. Das ist sehr ehrenhaft. So, Geduld, hier ist noch eine Tür. Oh, abgeschlossen. Gib ihm. Okay. Cool. Das ist voll. Okay. Nur 25, obwohl es ein Versteck ist. Das verstehe ich sowieso nicht. Mal 50, mal 25. Lass es doch immer 50 sein oder lass es immer mehr werden, je mehr wir Endgame kommen. Ja, das könnte man eigentlich auch mit einem Patch, sag ich schon, mit einem Mod fixen. Einfach die. Das würde Ellie gefallen. Die Werte einfach verändern, ganz simpel. Voll. Damn, wir haben keine Scheren, ey. So selten sind einfach also Scheren. Oh Mann. Ein ganzes. Heftig. Schon wieder Mund. Einmal was zu essen. Finally. Lass mich durch. What the hell? Jetzt komme ich hier nicht mal durch. Okay, alles blockiert mich. Noch nicht. Hier ist noch nichts. Okay. Dann schnell weiter. Hier, da ist auch nichts. Okay. Pop-up Toys. Toys R Us oder was? Halt, halt! Seid alle mal leise. Bin hier von den Fenstern. Ich wollte gerade sagen, du fragst, sieht man doch schon. Beziehungsweise hört man ja auch. Sie hauen ab. Mann, der verdammte Truck. Er verfolgt uns schon seit wir in dieser verdammten. Sam, was machst du da? Gar nichts. Los, weg damit. Mein Rucksack ist praktisch ganz leer. Was ist die Regel für dieses Zeug? Er wiegt fast nichts. Die Regel. Sag sie mir. Wir nehmen nur, was wir brauchen. Genau. Jetzt komm. Hätte er sich rausreden können. Hätte er sagen müssen, ja, aber das brauche ich. Heb die Stimmung, dann ist man besser. Nicht mal weit. Erstmal aufgehoben. Okay. Keine versteckten Teile. Na gut. Reden kann man auch nicht. Gut. Oh shit. Hunter. Shit. Ellie, gib uns Deckung. Hast du gefunden? Na klar. Nichts. Sam. Da oben war wohl jemand, aber sie sind weg. Okay. Wo sind die anderen? Sie wollten nochmal alles absuchen. Sicher gehen, dass da nichts ist. Okay. Da drüben umsehen. Ich schaue hier. Shit, man sieht den Kopf ganz leicht. Okay, pass auf. Plan A. Versuchen alle ganz schnell zu töten. Plan B, Ablenkung und dann Bombe. Macht, glaube ich, am meisten Sinn. Ich feiere, dass niemand den links sieht. Ja. Den Stein fliegen aus der Richtung. Come on, come on. Hey, was gefunden? Nee. Verdammt! Siehst du denn? Gut. Halt statt Plan A mit der Bombe, Plan B mit dem Bogen. Wenn es schnell genug geht. Das war's. Nicht schlecht, Alter. Ja, das war nicht bad. Na los. Hier auf den Truck. Sofort. Einmal hier rumrennen. Weil hier vorne noch nicht. Gar nicht. Gar nicht. Ah, Check der Teile. Fuck, klettert die gerade unendlich irgendwo da rum, hat sie solche Geräusche. Achso, darauf, okay. Gut, gehen wir hier auf. Jawohl. Mist.
Da sind noch mehr. Runter. Wer wird nicht gesehen? Er hat den Invisibility Cloak, alles gut. Oder er hat in Schleichen 100 Punkte reingesteckt. Ja, dann ist das verständlich, ne? So, je besser. Wie kriegen wir das hin? Ein Bämpchen würde was machen. Ich habe keine Flasche, ich hätte die mitnehmen sollen. Scheiße ist das. So schnell kann ich nicht ziehen. Gut, das ist genau für eine Bombe ausgelegt. Schön. Mehr nicht, ne? Nee, gut. Schnell durch hier. Auf können wir nicht. Da gehe ich noch nicht rein. Die Tür. Noch nicht. Ist es wirklich sicher, so nah bei Ihnen? Ich habe den Schlüssel, Mann. Und woher hast du den? Hab einen umgelegt. Er braucht den nicht mehr. Kommt alle rein. Hm. Komm hier durch. Ja, ich wollte nur nachgucken, ob hier was ist. Zack, da bin ich schon. So, wie alt bist du? Ich? 14. Wie alt bist du? Auch so. Oh, du bist 14, hm? Beinahe. Okay. Wirklich? Hm. Ah, nur ein Papierstück. Okay. Ich muss mir ja fast da sein. Ah, da wollen die raus, also gehen wir zuerst hier lang. Gar nichts. Oh Mann. Doch, eine Pille, die ich nicht mehr brauche. Nicht mal eine Schere, wir sind hier im Büro, come on. Wir sind da. Na gut. Dann gehen wir mal rein. Willkommen in meinem Schloss. Wie lange versteckt ihr euch schon hier? Ein paar Tage. Aber wir haben Essen gefunden. Hier. Blaubeeren. Und zwar jede Menge davon. Willst du was? Nein. Hm. Hey, ganz cool. Wir sind sicher. Und warum seid ihr noch hier? Wir warten auf den richtigen Moment. Und? Komm, sieh dir das mal an. Diese verdammten Arschlöcher. Jeden Tag versammeln sie sich da unten. Okay. Ach, die Scheißbrücke. Aber in der Nacht sind nur noch ganz wenige da. Nach Sonnenuntergang. Das ist die Chance. Die meisten sind dann weg und wir schleichen vorbei. Das könnte gehen. Oh, das wird gehen. Das wird auf jeden Fall gehen. Hm. Oh, halt, ich hab noch eine. Wow. Ist gut. Au! Oh. Ein Blaubeerenunfall. Es ist ewig her, dass der Junge überhaupt mal gelächelt hat. Ihr macht das anscheinend gar nichts aus. Und wo wollt ihr jetzt hin? Es heißt, die Fireflies sind irgendwo draußen im Westen. Wir wollen uns ihnen anschließen. Ja. Was gibt's zu lachen? Naja, es scheinen gerade extrem viele Leute ihr Vertrauen in die Fireflies zu setzen. Ja, vielleicht gibt es Gründe dafür. Du weißt also nicht, wo sie sind und zerrst ihn einfach durch das ganze Land, um sie zu finden? Jetzt pass mal auf. Ich kümmere mich um meinen Bruder und du dich um die Kleine, ja? Schon gut. Wir suchen auch nach den Fireflies. Hier sind wir. Es gibt eine verlassene Militärfunkstation direkt vor der Stadt.
Wenn jemand aus unserer Gruppe noch lebt, kommt er dahin, morgen. Wenn ihr beide mit uns kommen wollt. Wir gehen heute Nacht. Alles klar. Dann sollten wir uns wohl ausruhen. Da hat er aber wohl ganz kurz seinen Nerv getroffen mit der Aussage. Immer wenn es seinen kleinen Bruder betrifft. Sofort ist er sofort arg geworden, mal ja gesehen. Er sagt, dass wir jetzt los müssen. Na gut. Wahrscheinlich meint er es nicht also, so, na gut. Wir müssen schnell sein, okay? Was auch immer passiert, du hängst an mir. Wie eine Klette. Eine Klette? Eine Klette. Ah, okay. Gut, gut. Okay. Alle bereit? Ja. Okay. Bleib nah bei mir, okay? Hast du das schon mal gemacht? Ja. Wie beruhigend. Sei cool, Alter. Ich hoffe nur, du kennst den Weg. Teile. Jo, okay. Jetzt nicht die Welt, aber, ne? Schon mal etwas. Gut. Dann, wir müssen runter, also gehen wir rauf. Aha, okay, hab verstanden. Wir müssen runter, deswegen gehen wir jetzt auch runter. Leute, ey, dieses im Weg stehen, du läufst schon extra nach links, die laufen auch links. Das sind so wie die Karren in GTA. Du fährst extra so weit wie möglich rechts und im letzten Moment zieht er nach rechts, aber extra für den Unfall, ey, wirklich. Aha. Oh, okay. Warte. Hier muss ich speichern. Ich hoffe, ich schaff's diesmal. Das wäre sehr gut. Hey, ich komme dir nach. Okay. Ja. Und zwar, man muss versuchen, hier, hey, ohne gefunden zu werden, durchkommen. Da gibt's einen Erfolg für. Ich versuche, warm zu bleiben. Wie sieht's da draußen aus? Wir haben Infizierte erledigt. Keine Spur von den Eindringlingen. Glaubst du, sie sind noch in der Stadt? Ja, die sind noch hier. Hat er die erledigt? Ja. Okay, ich drehe noch eine Runde. Pass gut auf. Ja, du auch. Shit, vielleicht hätte ich doch killen sollen. Das wird nicht gut enden. Ja, laden wir neu. Scheiße, okay, sofort die beiden da killen. Wir schleichen uns an sie ran. Ich wollte gerade sagen, wo ist der? Nach. Okay. Schlecht. Hey, alles klar? Ich versuche warm zu bleiben. Wie sieht's da draußen aus? Wir haben Infizierte erledigt. Keine Spur von den Eindringlingen. Glaubst du, sie sind noch in der Stadt? Nice. Das war's. Okay, kommt alle weiter. So gut. Hätte natürlich auch geduldig sein können beim ersten Mal, dass er komplett zurückkommt. Aber naja, scheiß drauf. Dann halt so die Erfahrung machen. So, für Messerchen haben wir noch nicht genug. Junge, wir finden immer halbe Scherenstücke, aber es sind immer ein Viertelstücke. Ich sehe ihn. Gut. Hier gibt es auch nicht den perfekten Speicherpunkt, sondern nur Autosave. Ist auch ein bisschen Trash, aber naja. Man kann nicht alles haben. Da ist ein Typ oben. Hey, hörst du? Quicker! Ja, ich höre es, aber ich sehe nichts. Ich sehe aber. Da drüben, da! Zwei Leute da oben. Im Endeffekt müssen wir. Erledigt. Hast du das gesehen? Nicht schlecht. Wir müssen im Endeffekt eigentlich irgendwie langsam darüber.
Oh, Junge, Junge, ist das Glück. Okay, gut, hat er abgebrochen. So. Okay, planen. Also, der läuft da vorne. Wenn ich ihn kille, sehen die das da oben. Wenn ich den kille, sehen es die anderen auch. Hm. Ich muss ihn ablenken. Ja, genau jetzt habe ich keinen Stein. Und auch keine Flasche. Du wirst sonst immer zugeschmissen mit der Scheiße. Ich wollte gerade sagen, da vorne liegt einer. Ich muss dann irgendwie... Hm. Wie mache ich das? Ist halt schade, dass da zwei oben sind, ne? Ich muss mich ranschleichen. Von rechts. Schön hier hin. Stein schmeißen. Den Typ hier ablenken am wichtigsten. Der Scheinwerfer guckt auch in die Richtung. Während der letzte hier gestorben ist, damit er nicht die wieder ablenkt. Und dann schnell ausmachen und schnell durch. Ficken, ey. Nehme ich. Dann werfen wir zweimal. Auch nicht schlimm. Wie weit kann ich werfen? Ah, leicht ans Auto. Okay. Komm mal, diesmal will ich das schaffen, ey. So. Warten wir auf den nächsten Klicker. Klicker stirbt. Werfen. Und am besten läuft der auch in die Richtung natürlich. Was zum Teufel? Was? Was zum Teufel? Hey, siehst du das da? Das ist kein Weg. Oh. Lass dir, gib mir das ab! Ich gehe ab! Gut, das kann natürlich auch passieren, ne? Der erste richtige Death, würde ich sagen, ja. Boah, wie schafft man das denn? Wenn du... Hä? Warte mal, ich guck mal kurz den Erfolg nochmal an. So, was steht denn da? Ah, so eine Scheiße, so wirklich. Wir schleichen uns an sie ran. Ah, warte, ich habe noch nicht nachgeguckt. Kurz einmal durchlesen, was steht denn da? Da. Schalte getarnt den Scheinwerfergenerator in Pittsburgh aus. Ja. Jetzt die Frage. Hey, so wie ich das gerade gemacht habe. Okay. Oder hey, einfach zerschießen. Ich versuche warm zu bleiben. Wie sieht's da draußen aus? So, nächster Versuch. Gefühlt die beschissenste und schwerste Stelle in dem Spiel, okay, oder was? Alle weiter. Wie gesagt, wenn es jetzt nicht klappt, ist mir scheißegal. Ich baller mich da durch, ey. Was auch logischer ist. Erst ranschleichen, dann schnell killen, dann weg hier. So ein Scheiß, ey. Die platzieren ja natürlich die Leute genau so, dass man nicht weiß, wo die sind. Ich könnte natürlich auch versuchen, jeden einzelnen wegzusnacken, solange die mich ja nicht sehen, ne? Wenn die tot sind, kann ich ja den getarnt ausschalten. Den Generator. Nicht schlecht. Ja. Okay, pass auf, dann. Gleiches Thema nochmal. Bis nach rechts, aber dann versuchen wir jetzt mit dem Bogen zu killen. Wie ich schon sagte, wenn das nicht. Also wenn das nicht funktioniert, scheiß drauf. Hey, hörst du? Klicke! Ja, ich hör's, aber ich sehe nichts. So. Moment. Da drüben! Da! Schusslinie. Gut. Was, wenn ich auch so eine Bombe schmeiße? Hey Joe, da ist ein Typ am Scheinwerfer. Ich sehe ihn.
gay. Wenn man nicht alles ausprobiert hat. Egal, machen wir erstmal Bogen, würde ich sagen. Das Lustige ist, da kamen ja auch irgendwann welche her. Der sich immer hin und her auch wedelt, ey. So, ab hier sieht er mich nicht mehr. Ist so geil, wie die einfach durchgehen können. Okay. Schalte den Generator aus. Mich verarschen. Pisst euch, ey. Gehen die mir auf den Sack. Jetzt bin ich pissig, ey. Gib mir das auf die Eier, Junge, ey. Du wirfst eine Bombe und die wissen direkt, wo du bist, oder was? Pisst dich, ey. Kannst du bitte schneller nachladen, ey? Los, ich geb Deckung. Ich geb Deckung. Piss dich. Junge, das Level fuckt ab, ey, wirklich. Im Sinne von, weil das keinen Sinn macht, ey. Ich schmeiß eine Bombe, um sie zu betäuben und die Sicht zu rauben. Erstens, die Sicht hat nichts geraubt. Das war ein Mini-Smoke-Bomb, das war nix wert, ey. Okay, das wäre also der Trick gewesen. Ein fucking Pfeil von da hinten, so wie meine Idee erstmal war. Und das ist nur für das Tor extra. Das ist so dumm, ey. Wirklich, das ist... Och, mich regt das gerade so auf. Mache ich jetzt den Erfolg oder nicht? So ein Schmutz. Gut. Gut. Dann gehen wir einfach mal rein. Henry, hilf mir mal damit. Okay. Bereit? So, drück. Ist ziemlich laut, die Scheiße. Oh, fuck. Los! Und weg. Halt. Henry! Hey, sie sind hier drüben! Shit! Gott sei Dank war der Blindshot gut. Erledigt. Los, kommt schon. Das hier dauert sehr lange. Wir haben es noch nicht geschafft. Ich wollte gerade sagen, schnell. Okay, schau mal nach. Komm mal, mach hin. Alles klar, Sam, los geht's. Okay, los, auf geht's. Komm schon! Mist! Schneller! Stopp hier! Ellie! Natürlich bricht die Leiter da erstmal weg. Aus dem Meter! Okay, hol den hoch! Es tut mir leid. Wir hauen ab! Was? Was soll der Schwachsinn? Hey! Jetzt! Was zum Teufel, Henry? Noch einmal! Und los! Wir bleiben zusammen! Schnell. Los, rein ins Gebäude, mach mal! Okay, los! Junge, das sind aber auch Garagentore. Kugelsicher, alles Mögliche. Wir haben sie wohl gefunden. Verbogen. Wärmt aus, vielleicht kommen sie hier lang. Geh mir das Essen.
Ja, da ist was. Schön vorsichtig. Oh, Scheiße! Scheiße! Wie die immer trotzdem wissen, aus welcher Richtung wie man killt. Okay, gut, vielleicht Pfeilflugrichtung, ne? Weil trifft ja von vorne. Aber, ich dachte richtig Stealth-Fuhr. Naja, trotzdem sehr gut so, ne? Ist eine gute Überraschungswaffe, um die ersten 2-3 Kills kostenlos zu bekommen und danach muss man ja richtig kämpfen. Hier, hier ist auch nichts. Wofür ist das denn? Kurz einmal gucken. So, war nur im Weg oder was? Okay. Ja, scheiß drauf. Gut, krieg ich wieder durch. So, schnell weg hier. Verdammt! Lauf. Ellie, hör auf, verdammt noch meinen Weg zu laufen. Ey, boah, nervig. Und wieso ist sie schneller als ich? Jetzt lauf! Schnell weg hier. Scheiße. Verdammt! Tja, Endstation, ne? Wie viele Kugeln hast du noch? Die werden uns umbringen. Fällt dir was Besseres ein? Na, wir springen. Nein, zu hoch und du kannst nicht schwimmen. Ich gebe dir Deckung und dann rennst du. Ach. Mist. Gott. Du hältst mich oben. Ellie. Keine Diskussion. Ellie. Fucking hell. Boah. Die Strömung. Fuck, ey. Schön mit dem Hinterkopf aufgeknallt. K.O. Deswegen immer Kopfschätzen, Henry, wenn man fällt oder stürzt oder irgendwie hinkommt. Hey, du. Wir leben. Okay. Und? Was habe ich gesagt, hä? Huh? Alles klar. Es geht ihm gut. Ja, falsche Art ranzukommen, nachdem was du gemacht hast. Was ist dein Problem, Mann, hä? Huh? Henry! Hey! Er ist sauer, aber er wird uns nicht zu... Bist du dir da sicher? Stopp! Joel! Er hat uns da draußen im Stich gelassen. Nein, ihr konntet es allein schaffen. Und ihr lebt. Aber euch zu helfen, hätte ihn gefährdet. Bleibt da. Werd ihr an unserer Stelle nochmal umgedreht? Ich hab dich gerettet. Aber auch im Stich gelassen, das ist 50-50. Wären wir nicht gesprungen, wären wir... Ja, aber ohne das davor, ne? Ja, nichts Positives, nichts Negatives, ne? Im Sinne von, wiegt sich halt aus. Schon gut, ich bin okay. Ja, aber wenn es wirklich drauf ankommt, kannst du ihm nicht mehr vertrauen, ne? Das weißt du ja jetzt. Was mich angeht, ich bin froh, dass ihr lebt. Ja. Also der Funkturm ist hinter dieser Klippe. Okay, da gibt's tonnenweise Zeug. Du wirst froh sein, dass du mich hast. Zwar sympathisch im Sinne von so freundlich miteinander, aber wenn's auf hart auf hart kommt, lässt er einen im Stich, ne? Klar, natürlich wegen seinem Bruder, ne? Familie halt. Geht vor statt fremde Leute, aber... Naja. Gut. So, erkunden wir mal den Strand hier ein bisschen. Das war heftig. Alles klar? Ja, suchen wir jetzt diesen Funkturm. Gut. Hey, vielleicht finden wir was in dem Boot da drüben. Ich bin schon dabei. Mach dir keine Sorgen. Alles gut. Ja. Augen offen halten! Aha. Ist hier irgendwas? Nee. Na, hast du was zu sagen? Nee. Okay. So, da gehen wir noch nicht rein. Oh. Was? War noch nie auf einem Boot. Tja, auf dem Wasser ist das etwas anders.
Eins nach dem anderen. So, einmal rein. Nehme ich. Nehme ich auch. Ja, mehr nicht. Ja, doch, hier ist noch ein Zettel. Aber den haben wir schon, okay. Und dann einmal hier runter. Achso, ist nur von außen hier rein, okay. Genau. Dann gehen wir hier nochmal ans Ende. Boah. Billiger Stock. Hier ist Endstation. Ich dachte vorhin, dass du ihn erschießt. Ja, hätte ich fast. Ja. Sie sind nett. Ich glaube, es ist gut, dass sie da sind. Da hast du recht. Hatten früher alle Boote? Na. Klar, ich hatte eine große Yacht. Ehrlich? Nein. Wenn das so wäre, wäre die Welt perfekt. Jeder kriegt auch so viel. Voran. Jeder hat eine Yacht, jeder hat ein Boot, jeder hat ein Haus. Ist nicht so. Sondern 1% hat alles, die anderen nicht. Hey Ellie! Ich glaube, wir haben was. Lass uns mal nachsehen. So, was gibt's denn hier? Hey, ich wette, das führt da ganz durch. Boah. Kanalisationen sind ja nicht so meins, ne? Oder Abwasserkanäle. Es ist jedes Mal gefühlt so ein Horror-Szenario, okay, wenn man da reingeht. Na los, packen wir's. Gib ihm. Okay, kommt, Kinder, los. Das Ding ist richtig schwer. Na gut, auf geht's. Du bist dran. Okay. Und runter. Bam, Junge. Holt die Lampen raus. Sam, bleib hier. Ich weiß. Endlich hast du es begriffen. Hab die Shotgun bis jetzt noch nicht getestet, ne? Wohl Zeit. Boah, hätte ich gerne eine halbautomatische Schrotflinte, aber so eine richtige. Hola. Wie lang? Siehst du was? Nein, hier geht's nicht weiter. Nein, vier waren das? 5 Teile. Und ein Anhänger. Den ich noch nicht hatte. Hä, ich hätte ihn doch mal gefunden. Ich wollte gerade sagen, er hatte ich schon, aber er wurde nicht gezählt. Strange. Na gut. Schön geiler Geruch wahrscheinlich da drin. Joel, wir sollten uns hier umsehen. Na gut. Dann gehen wir hier lang und es ist verdammt dunkel, ey. Ich sehe gar nichts. Kaum. Ja, mir auch nicht. Mir auch nicht. Aber wir haben keine Wahl. Boah, es ist so dunkel, ich kann nicht mal die Ecke erkennen. Gehen wir mal kurz hier hin. Hier lang! Da vorne scheint ein Weg zu sein. Geduld. Gleich hier! Blockiert. Wenn du das aufkriegst, krieche ich durch und mach die Tür auf. Oh, Scheiße, eine riesige Ratte. Das war das Abendessen. So. Sehr schön.
Wenn du mich jetzt nur noch durchlassen würdest, wäre es noch perfekt. Danke. Also wirklich, die laufen immer im Weg. Glaubst du, sie bleiben bei uns und kommen mit zu Tommy? Na, ich weiß nicht. Wir müssen einfach abwarten, was sich ergibt. Gut. Gut, gehen wir weiter. Ach ja, hier gibt es auch noch einen Erfolg, den ich aus Versehen verkackt hatte. So. Ist schneller durch. Genau, das. Können wir nicht hier raus? Nee. Wäre zu gut, aber. Nein, da kommen wir nicht hin. Außer man klettert irgendwie hier hoch und dann Weitsprung und dann sich trotzdem irgendwie festhalten oder so. Okay, Joel. Oder? Wir noch. Rüber. Wir müssen uns wohl was überlegen. Ja. Ziemlich weit. Hey, das Ding hängt an einer Kette. Vielleicht geht es irgendwie damit. Da. Es klemmt. Ihr bleibt da. So, wo ist denn hier die Palette? Einmal tauchen. Das wäre auch heftig, Unterwasser-Zombies oder so. Ne, Zombies. Infizierte. Da. Zieh Scheiß raus. Wunderschön. Henry, versuch's mal! Gut. Okay. Dann mal los. Ja, es geht! Gut. Ich sehe mich mal um. Bleibt wachsam. Scheiße. Gehen wir erstmal hier lang. Okay, nichts Besonderes. So, was denn hier? Scheiße. Warum so ein Geräusch auf einmal? The fuck? Sind wir wieder Bogen? Da ist ja nichts, da kann ich auch nicht rein. Nee, muss da sein. Ah, oh, wir können besser. Naja, müssen wir uns das wieder auf 3. Es ist so dumm. Naja, gut. Oh, Scheiße. Kann hier alles sein. Wirklich, die. Ohne Scheiß, niemals. Die Taschenlampe ist nie am Ausgehen, wenn du oben bist oder so. Immer in solchen Momenten, wo du durchgehst, wo du weißt, okay, komm. Nicht hier ausgehen und genau dann kommt das. Das ist genauso wahrscheinlich so eine billige Stelle einprogrammiert. 100 Pro.
So, noch irgendwas hier? Okay, pass auf, das war die Runde. War da eine Tür oder so? Oder ist schon eine Station hier? Hier können wir nicht hin, hier ist zu. Da auch nicht, okay. Sehr schön. Jetzt muss ich mich beeilen für den Erfolg. Weil da oben, nehmen Sie jetzt mal so eine... keine Ahnung. Die Sphäre oder immer ist nicht? Sphäre. Na los, Ellie. Auf jeden Fall damit, also, das fährt hier rüber. Und ich habe letztes Mal nicht schnell genug geschafft, darauf zu kommen. Weil da steht alle gemeinsam oder so heißt der Erfolg. Ja. Es wird Zeit, dass wir hier rauskommen. Los, mach in der Joel. Nach, ob der Generator noch Saft hat. Hier geht gar nichts. Jawoll. Voll Wasser hieß der Erfolg, okay. Hm. Ist da denn noch was Schönes? Ah, nee, ist nicht noch was Schönes, da schon so kaputt ist. Okay. Wirklich rein? Keine andere Wahl. Boah, überall Zeichnungen. Ja. Boah. Dann aufs Schlimmste gefasst machen, ne? Speichern. Und gib ihm. Oh Mist. Oh. Eine Akustikfalle. Eine was? Eine Alarmanlage. Ich kann gar nichts hören. Hier hat wohl mal jemand gewohnt. Das scheint aber nicht mehr der Fall zu sein. Okay, Glück gehabt. Wer wohnt denn hier? Jemand, der das hier für ein gutes Versteck hielt. Yep. Hier wird die Waffe freigeschaltet worden. Super. Was denn? So, Spoiler oder was? Ellen, nicht. Beruhig dich. Hey Sam, ja? Stell dich mal darüber. Okay. Bereit? Okay, mach schon. Oh, Henry, hast du das gesehen? Sei lieber leise, okay? Ja. Sorry. Ja, ist natürlich schön, dass man so spielen kann, aber es ist nicht der richtige Moment. Ist einfach so. Weil aus Spaß kann sofort der Tod folgen, falls man dadurch gehört wird. Deswegen lieber sicher gehen und vielleicht den Fußball lieber dann mitnehmen und dann in Ruhe spielen, wenn es wirklich passt. Man muss ja die Lage gut einschätzen können für sowas. Hörst du das? Infizierte. Psch, leise. Ich glaube nicht, dass wir das leise schaffen. Man hört sie, man sieht sie aber nicht. Geil, ne? Fuck it. Ich
Irgendwas stimmt hier nicht. Viel zu ruhig. Geil. Also die M4 macht immer noch was. Ja, wir wissen wohl, was mit ihnen passiert ist. Dem Klicker nach zu urteilen, sind sie schon länger tot. Wir gehen weiter. Wir können nur hoffen, dass es... Jetzt ist Wasser rot. Ich weiß. Der ist schon länger tot. Munition. Immer noch tot. Zettel. Eine Werkbank wäre nicht schlecht. Kackrad, ne. Zu dunkel jedes Mal. Mussten nicht leiden. Heftig. Himmel. Ja, nicht schön sowas zu tun. Alles klar. Die Teile wachsen. Wie viel haben wir denn schon? Sieht hier nicht, ne? Schade. Gut. Oder ist es hier? Nee, auch nicht. Gut. Dann weiter. Zugewachsen. Hey, ob es hier rausgeht? Kann sein. Aber da kommt man nicht hoch. Ja. Vielleicht kommt man auch anders dahin. Ich wollte gerade sagen, irgendwas finden wir noch. Ist ein Wasser? Okay. Weg da! Was? Sam! Oh. Ja, alles okay. Das war ich. Ich habe ein Sicherheitstor ausgelöst oder so. Henry, kriegen wir das hoch? Henry oder Henry. Also, das ist seltsam. Ja, ich weiß. Ich weiß. Was? Hey, das Ding bewegt sich nicht. Stand weg, verschwindet. Sam, du bleibst bei ihm. Henry, wir müssen weg von hier. Pass auf ihn auf, los. Sehr viele von denen. Okay. Licht. Wir das. Ja, ich weiß. Okay, Kleiner. Wir müssen einen Weg hier rausfinden, ja? Speichern. Wieso kann ich die nicht sehen? Doch, da. Ganz, ganz leicht. Versuch mal abzulenken.
Ficker. Ich hasse diese Stalker, ey. Man hört sie nicht. Kaum. Die bleiben extra still. Schleichen. Was ist das so für eine Mutation? Ist das wieder so Hälfte-Hälfte oder was? Weil frisch ist es ja nicht. Die Infizierten sind ja wütend immer und dann greifen die alles an. Aber haben halt sehr viele menschliche Aspekte wegen... Gesehen? Bleib hinter mir. Wenn ich renne, rennst du. Ja. Mag ich nicht. Was für eine Scheiße, ey. Schön viel Fläche auch noch. Scheiß Versteckspiel. Boah, Junge. Nee. Falsch Waffe. Nehmen wir den Diablo. Man kann nicht lang genug in eine Richtung gucken, weil sonst pushen die, glaube ich. Ihr Ficker. Was für Wichser. Die warten halt wirklich die ganze Zeit, bis sie einen guten Winkel haben, um von allen Seiten auf dich zu sprinten. 100%. Okay, pass auf. Dann bleibt nur noch Plan B. Also. Wir bauen ein paar Fallen auf. Nimm noch eine. Okay, ich glaube, der ist gerade verblutet. Hast du was gemacht? Nee. Er ist tot. Die Shotgun ist nicht gut auf Reichweite. Schade, ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft. Nehmen wir also unsere M4 wieder. Weg mit dir. Mag das hier nicht. Das nehme ich gerne mit. Vorne liegt unsere Bombe. Wir dürfen nicht unseren Rücken zeigen. Sehr schön. Gute Shots. Einer weniger. So. Falsche.
mag es nicht, dass wenn er etwas aufhebt, dass er sofort das ausrüstet. Mag ich nicht. Zu viele Ecken. Wieso war das so nah rot? Boah. Gut, dass man die ein bisschen hört. Du warst gut. Dankeschön. Wir müssen jetzt weiter. Alles klar? Ja. Jolische, alter Junge. Immer wenn man Englisch und Deutsch verbindet, passiert das Nuscheln, ey. Joel ist halt eine Maschine. Muss man halt langsamer reden. So. Was haben wir denn hier Schönes? Okay. Dann einmal hier kurz rein. Noch mehr Punkte. So, ich habe ja zwei geworfen, ne? Genau, die ist ja explodiert, die nicht. Die habe ich schon eingesammelt. Bisschen was zu essen, bisschen davon was. Was war da oben? Mal wieder hier rauf. Dann hier durch. Können wir nicht rein. Eine Dusche, okay. Das war das Knife von vorhin. So, ein paar Bömmchen. Okay, mhm. Seht ihr das an? Wie in der Schule. Warum hat es sie erwischt? Tja, wenn ich das wüsste, sie haben sowas nicht verdient. Ja. Ist aber auch nicht der beste Punkt hier ausgewählt. Also besser als manche andere, aber... Kannst du die Leiter runterholen? Die ist halt schwer zu verteidigen, wenn die Infizierten hier reinkommen oder so. Oder Krankheiten. Okay. Komm, rauf da. Mach schon. Und hopp. Wunderschön. Keiner kommt von hinten, ne? Nee. Na bitte. Gut gemacht. Sehr gut. Okay, schnell durch. Oh. Ist das Ellie? Na los. So, Animation. Kann ich nichts machen. Joe, da sitzt sie. Sam! Gott sei Dank. Wir müssen schnell weiter! Durchgang! Da drüben! Oh, fucking hell. Schnell! Es sind viel zu viele! Alles! Geh weg von der Tür! Wir müssen zusammen versuchen. Ja. Sam! Er ist durchgekrochen! Er ist was? Sam, was zum Teufel machst du? Ich hol uns hier raus. Na dann beeil dich. Okay, los. Mach doch wieder zu. Alle genauso wie davor. Na los. Das hätte ich ja auch gut aufgehalten. Egal, schnell weg hier. Oh. Egal. Ist trotzdem ein bisschen höher. Oh, ich habe etwas übersehen, glaube ich. Ja. Eine Tür. Schade. Aber nicht schlimm. Das Ding klemmt! Hilf mir hoch! Mollys. Ich kann durch das Fenster. Mach von der anderen Seite auf! Mach schnell! Na los, Sam. Du bleibst nicht hier drin. Was ist mit dir? Ich komme da. Komm schon. Los! Eigentlich ist in dem Level eine Machete drin. Die wollte ich unbedingt finden. Auf die hatte ich Bock. Jetzt habe ich die irgendwie übersehen. Aber eigentlich kriegen wir die zweimal sogar geschenkt. Achtung! Immer auf Kopf.
Sehr viele. Weg. Okay, mach los. Los, los. Sehr schön. Boah. Frische Luft. Oh ja. Seht mal da. Oh, wollt ihr mich verarschen? Fahren infizierte da nicht öffnen. Seite. Wo ist der Turm? Da. Boah. Wir sind nah. Kommt, na los. Heftig. Boah, jetzt mal den Ausblick hier genießen. Geil. Hey, wie geht's dir, Kleiner? Das war echt knapp, hä? Ja, nicht gerade das schönste Erlebnis, aber wir haben es geschafft. Ja. Der Soundtrack. Extra verändert sogar. Gut. Dann würde ich sagen, hier machen wir einen Stopp. Also, wieder einschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal.